Herzlich willkommen, allen Freunde, zurück zu dem Pokémon DLC aus Schwert und Schild. Die Schneelande der Krone. Ja, ich hab's nochmal auf die Kette bekommen. Wir sind da vor dem Tempel hier stehen geblieben, vor dem Kronentempel. Und da werden wir jetzt mal reingehen. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Bin wirklich gespannt. Oh, da steht er schon. Oh, hier kann man die Kamera nicht drehen. Sehr interessant. Dann gucken wir mal eben so hier, ob hier vielleicht noch irgendwas versteckt ist. Aber ich sehe jetzt hier nichts. Ah, doch, da. Hinterm Baum. Ein Kingstein. Nice. Okay, dann gehen wir mal hier hoch. Mal gucken, was er jetzt vorhat. Ich bin gespannt. Ich hab dich schon sehnsüchtig erwartet, Menschenkind. Der Kronentempel diente mir einst als mein Zuhause. Polaros hat sich wohl just hier niedergelassen. Just hier niedergelassen. Ich glaube, so spricht man es aus. Um mich für meine verlorenen Kräfte zu zu verhöhen. Oh, die Züge des Bundes, du hast sie mir wahrhaftig gebracht. Ich danke dir von Herzen. Okay. Ach, dieses Gefühl, sie in Händen zu halten, die Farbe und dieser edle Glanz. Die Erinnerungen sind so frisch wie am ersten Tag. Polaros ist ein sehr stolzes Pokémon. Manche würden es vielleicht sogar arrogant nennen. Es wird mich erst dann wieder als seinen Herrn akzeptieren, wenn ich den Beweis erbringe, dass meine Kraft die seine übersteigt. Ich werde die Züge des Bundes dazu nutzen, ihm meine Kraft direkt zu übermitteln. Denn dann so hoffe ich, wird es sich mir endlich wieder gewogen zeigen. Wohlan, Menschenkind, es ist an der Zeit, mein treues Ross herzulocken. Lege hierzu die Polarkarotte in den Korb, der sich in seiner Schlafstätte befindet. Oh, der schläft hier. Oh, süß. Ah, hier ist schon der Stall. Ich möchte mich erstmal hier noch kurz umgucken, bevor wir das tun. Was? War da was? Nee, ich glaube, das war nur Rauch. Das war nur Rauch. Aber hier scheint tatsächlich nichts zu sein, oder? Ne, tatsächlich nicht. Okay, dann legen wir sie mal rein. Ja. Es ist soweit, Menschenkind. Allerdings hast du mein treues Ross bereits einmal im Kampf bezwungen. Es näherte sich niemandem freiwillig, denn es für eine Bedrohung hält. Deshalb müssen wir uns verstecken und ausharren, bis es zurückkehrt. Okay. Wo verstecken wir uns denn hier? Ist also offen. Hinterm Baum? Bestimmt nur hinter diesen kleinen Wurzeln oder so. Bin gespannt. Da ist es. Ich muss sagen, ich finde das Design nicht so toll, wenn ich ehrlich bin. Gefällt mir jetzt nicht so. Oh Gott. What the fuck? Actionmusik. Ja, ja. Oh Gott, er leuchtet. Sie verbinden sich. Okay. Ja. Okay, sie haben sich verbunden, glaube ich. Erinnert bisschen an die Fusion von Schwarz und Weiß, da Geschirma und Sekrom. Ah ne, Kyurem war es, glaube ich. Stimmt. Ups. So, müssen wir jetzt nochmal gegen ihn kämpfen, oder was? Was zum Henker? Mensch, was für eine Riesenrübe und es reitet auf etwas. Nospa, Koro, Koro, Ron, Nos, Ospa. Wow, der Riesenschädel kann ja sprechen.
Koronos Nospa. Hä, was willst du? Nospa Koro Koronos. Huch, echt? Tja, ich verstehe kein Wort, aber wenn du meinst... Moment mal, wer oder was bist du überhaupt? Och nö, nicht schon wieder. Menschenkind, dank deiner Hilfe ist mein treues Ross wieder zu mir zurückgekehrt. Endlich habe ich meine alte Stärke zurückgewonnen. Ich war überzeugt davon, dass die Menschen ihren Glauben an mich verloren hatten. Mein treues Ross hat mich ebenfalls verlassen. Bald schon war ich in den Abgründen trostloser Einsamkeit gefangen. Doch du hast mich errettet. Worte reichen nicht annähernd aus, um dir das Ausmaß meiner Dankbarkeit zu zeigen. Deshalb würde ich dich gerne einen Vorschlag unterbreiten. Sollte es dir gelingen, mich in meiner jetzigen Verfassung zu fangen, so werde ich deine Stärke anerkennen und dir auf dein Abenteuer zur Seite stehen. Stelle dich mir, sobald du dich bereit fühlst. Ah, zuvor noch eine Sache. Ich sollte diesen Mann dorthin zurückbringen, wo ich ihn gefunden habe. Schließlich wäre es recht herzlos, ihn hier unter freiem Himmel schutzlos der Kälte auszusetzen. Tschüss. Geh mal wieder zum Dorf. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir fangen jetzt mal hier. Ein cooles Legi. Und ein Pferd. Nonos Bacoronos. Ja, wir kämpfen jetzt. Ich werde einen Meisterball drauf tun, weil ich hätte gern meine ganzen Legis in Meisterbällen. Ich finde das irgendwie cool. Ich weiß, viele mögen das gar nicht. Viele sehen eher den Pokéball als cool, aber ich finde es cool, wenn alle Legis in einem Meisterball sind. So. Oh Gott, der hat jetzt auch zwei Dinger, okay. Dann. Machen wir doch jetzt mal hier. Machen wir ihn denn? Da haben wir ihn. Hier, komm, los. Perfekt. Schön. Easy peasy, Leute. Easy peasy. Glaziola bekommt Level Up. Dankeschön. Es zeigte jeden, die sich ihm in den Weg stellten, keine Gnade. Nach dem Kampf soll es allerdings die Wunden seiner Gegner geheilt haben. Oh, cool. In mein Team, bitte. Kann ich das dann wieder defusionieren? Ist das möglich? Oder nicht? Dann tun wir mal hier Glaziola raus. Sorry, Glaziola. Menschenkind, nein! Lass mich dich bei deinem richtigen Namen nennen. Lynn. Oh, das erste Mal, dass er Lynn gesagt hat. Ich blicke unsere gemeinsame Zeit mit Freude entgegen. Hallo, bist du das Expeditionsleiterin? Hier spricht Peony. Ich hatte gerade einen total abgefahrenen Traum. Ich war so in so einem seltsamen Tempel und dieses Pokémon, den Riesenschädel, war auch da. Und dann hat es auch noch angefangen zu sprechen. Du kamst übrigens auch in dem Traum vor. Das wirkt also real, echt gruselig. Jedenfalls habe ich mir Sorgen um dich gemacht und dachte, ich rufe mal an. Bei dir ist alles in Ordnung, ja? Du steckst nicht in irgendwelchen Schwierigkeiten oder so? Hab alles unter Kontrolle. Puh, da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Hab mir wohl umsonst Sorgen gemacht, hahaha. Hier im Peony-Expeditionstrupp geht die Sicherheit der Mitglieder schließlich über alles. In diesem Sinne, komm ja gesund und in einem Stück wieder zurück, hörst du? Jeder weiß, eine Expedition endet erst dann, wenn man wieder in der Basis chillen kann, tahahaha. Ja. Die neuen Züge des Bundes verhalfen dem König der reichen Ernte dazu, sich wieder mit seinem treuen Ross zu verbinden und neues Vertrauen zu den Menschen zu fassen. Zum Dank dafür, dass ich ihm bei der Rückgewinnung seiner Stärke geholfen habe, will es mich ab jetzt auf meinen Abenteuern begleiten. Oh, schön. Oh, das war echt schön. Ich würde mich nur noch freuen, wenn er hier alleine ist. Ich möchte das Pferd nicht haben. Ich speichere mal eben. Möchte das Pferd nicht haben. Das Pferd, ach ja, bestimmt hier Ritter Frost oder wie das hieß. Frostross. Ach ne, ich laufe jetzt aber nicht wieder zurück, ne? Dann nutze ich die Karte aber. Ah cool, da oben kann ich mich auch hin teleportieren. Sehr schön. Ja cool, Leute, dann heißt das. Oh Gott, ich wollte nicht nach hier oben. Wir haben hier auf jeden Fall noch ein paar Sachen zum Erforschen. Ne? Ja.
Den Baum haben wir uns nämlich noch gar nicht angeschaut, da bin ich auch mal gespannt. Ja, dann fliegen wir erstmal wieder zurück. So, genau. Pokémon können wir hier drin heilen. Wir heilen die erstmal. Oder? Muss ich überhaupt heilen? Oh, egal. Müssen wir nicht. So. Hier. Koronospa. Was sagst du da? Du hast das legendäre Pokémon Koronospa gefangen? Super nice. Los, ich will deinen Bericht hören. Der Kopf ist ja gigantisch. War der König der reichen Ernte, der große Obermacker? Seltsam, irgendwie kommt es mir so vor, als würde ich das Kerlchen nicht zum ersten Mal sehen. Jedenfalls wirkt es ziemlich eindrucksvoll, wie er so majestätisch auf diesen Pokémon reitet. Und sein gewaltiger Schädel hat in der Tat etwas von einer Krone. Wenn das kein staatlicher König ist, dann weiß ich auch nicht. Diese Expedition kannst du als Erfolg verbuchen. Nice. Damit hast du mir alles zum König der reichen Ernte aus Legende Notiz 1 berichtet. Nice, dann vermerke ich diese Expedition gleich mal als erledigt. Sehr schön. Nice. Gibt es sonst noch irgendwelche Legenden, von denen du mir berichten willst? Nee. Okay, cool. Cool. Dann hätten wir die Legende tatsächlich abgeschlossen. Ich denke, das ist auch so der Hauptteil von dem Spiel. Und jetzt geht es mit den kleineren Legenden weiter. Hier haben wir noch was. Timerball. Cool. Da ist. Oh Gott. Da wäre ich fast reingefahren. Ich dachte, ich hätte hier auf der Karte hier rechts noch irgendwas gesehen. Aber irgendwie doch nicht. Ach, es verfolgt mich doch. Sehr schön. Sehr, sehr cool. So. Okay, hier haben wir das hier, ne? Da können wir aber immer noch nicht rein, weil wir haben noch nichts, ne? Lass ein helles Geräusch ertönen, das den Stahlgiganten erweckt. Helles Geräusch. Also irgendwie eine Glocke. Aber ich habe keine Glocke, oder? Oder habe ich sie doch? Ich meine, ich hätte keine. Wir gucken mal eben. Nee. Mit diesen Rezeptoren kann man die Lautstärke verschiedener Geräuschquellen regulieren. Nee, das auch nicht. Das ist ein Otum-Katalog. Achso, Geräte. Aha. Style-Karte, EP-Pin, Rotom-Rad. Vielleicht mit dem Rotom-Rad. Gucken wir gleich mal. Ah ne, haben wir nicht. Haben wir nicht. Oh, warte. Wir können doch mal eben absteigen, oder? Ja. Yeah. Easy peasy, Leute. Pfeifen. Pfeifen. Oh Gott. Ist das überhaupt richtig so? Wie? Wie? War das richtig? Ich weiß es nicht. Möchtest du sie untersuchen? Ja. Habe ich gerade gespeichert, Leute? Oh Gott, ich hoffe, ich habe gespeichert. Oh, Registeel, hallo. Hallo, hallo. Als ob die Reihenfolge richtig war. Ich fasse es nicht. Zwei Fähigkeiten. Okay, okay. Leute. Registeel ist da. Oh Gott. Ich will dich ja nicht direkt töten, ne? Wir probieren mal Psychokinese. Gut. Ach, das ist gar nicht so effektiv, wie ich gehofft hatte. Okay. Oh, das ist aber effektiv. Oh mein Gott. Dann mach mal Gigasauger. Oh Gott, das bringt auch nicht so viel. Aber egal. Damit heilen wir uns ein bisschen. Eisenabwehr, okay. Und Verteidigung steigt. Das ist nicht so cool. Wir haben ja keine guten Attacken, tatsächlich. Dann mach mal Blizzard-Lanze. Ich will mal wissen, wie das aussieht. Nice. Das sieht cool aus. Oh, echt cool. Auch nicht so effektiv, aber egal.
Ja, dein... Oh Gott, Spezialangriff steigt jetzt. Oh. Hilfe, Hilfe. Und nochmal hier. Hopp. Oh, das sieht schon gut aus. Wäre jetzt noch das Pokémon schön, ja? Also, dieses Ross. Das wäre toll. Oh Gott, der hat uns gewonnen, oder? Nö. Sie ist gerade nicht. Sie ist halt nicht immer. Ja, rot. Nice, gut. Sehr schön. So, danke, Koronospa. Du hast mir gute Dienste geleistet. Und hast eine coole Attacke tatsächlich. Ja, nächstes Pokémon rufen. Dann rufen wir jetzt erstmal Suicune. Einwechseln. Hallo. Pyperball. Timerbälle werden wir dann so ab 30 oder sowas benutzen. Okay, das war eins. Ramboss. Oh oh. Kann er sich damit selbst verletzen? Ich weiß es nicht. Nee, kann er nicht. Sehr gut. So, ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich wirklich nicht angreife, ne? Dass ich wirklich nicht angreife. Ich darf kein A drücken. Sonst wäre RIP einfach nur. Rest in Peace. Komm, du schaffst das. Suicune, du bist echt gut. Leider hast du keine Genesung dabei. Auf deinem Pool. Ja. Mach dich nur noch stärker. Das wird dir eh nichts bringen, weil ich dich gleich irgendwann habe. Regisil. Und Regi Eis und Regi Rock hole ich mir auch noch. Davon kannst du aber ausgehen. So. Weiter. Frag mich dann, wie viele Tempel gibt es denn hier? Weil es gibt ja auch noch zwei andere Regis. Das weiß ich. Oh, haben wir ihn? Nee, haben wir nicht. Schade. Schade, schade. Was? Suicune ist echt ein guter Tank, ne? Also wirklich. Suicune, ich bin echt erstaunt. Weil ich spiele eigentlich meistens nie mit Legis, weil... Also ich finde das immer lame. Aber... Sehr cool. So, Nidoran entwickelt sich. Sehr schön. Können wir den gleichen Wasserstein geben? Yay, Nidorina! Hallo! Man geht davon aus, dass sich das Horn auf ihrem Kopf zurückgebildet hat, damit sie ihre Jungen nicht beim Füttern verletzen. Ah. Es besteht aus einer seltsamen Substanz, die robuster als jedes Metall, jedoch zugleich auch weich und elastisch ist. Sehr geil. In einer PC-Box, bitte. Ich muss gerade überlegen, ob ich das mitnehme oder nicht. Tief im Bett des Giganten liegen die Ruinen, in denen der Steingigant schläft. Die Tür ist fest verschlossen und mit der folgenden rätselhaften Inschrift versehen. Larm... Pokémon kann da nicht hinpassen, oder? Pokémon? Das sind doch viel zu viele Punkte. Ah, es sind immer drei Punkte. Ah. Lass das stärkste... Nee. Lass das... Pokémon einen Stein gegen das uns unfen... macht. Und... Nee, unend... Und... Ach Gott, was ist denn mit End? Ich weiß es gerade nicht. Tief im Herzen der Schneeschlucht liegen die Ruinen, in denen der Eisgigant schläft. Die Tür ist fest verschlossen und mit der folgenden rätselhaften Inschrift versehen. Erst alle dein zweites... Schalt Kries. Ries. Irgendwas mit Ries? Ich weiß es nicht. Wo grün und weiß ich... Ach, hier! Lass ein helles Geräusch ertönen, das den Stahlgiganten erweckt. Als ich mit den Fingern pfiff,
öffnete sich die Tür und gab Regis den Preis. Das war das Erste? Nee, das war nicht das Erste. Okay, ja cool. Vier Tempel gibt's also. Nice, piep piep. Hallo, hallo, ich bin's Juni. Wollt mal hören, ob bei dir noch alles im Lot ist. Wie bitte? Du bist dem Stallgiganten Regis Stil begegnet? Haha, gut gemacht, Expeditionsleiterin, Respekt. Aber jetzt nicht nachlassen, die anderen Giganten wollen auch noch gefangen werden. Ja, Leute, ich finde, das war eigentlich ein schöner Abschluss für heute. Wir sehen uns dann einfach das nächste Mal wieder, ne? Oh, da hinten ist ein Super Raid. Vielleicht fahren wir da mal gleich eben hin und gucken, was da für ein Pokémon ist, ja? Wir sehen uns dann. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.